Guten Morgen, es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, warum ich so klein bin? Naja, es hat alles mit der Midlife-Crisis meines Papas zu tun. Normalerweise Männer so, um die 50 plus, wenn sie eine Midlife-Crisis haben, kaufen sich einen Sportwagen. Oder sie legen sich eine jüngere Freundin zu. Mein Papa hatte nicht das Geld für einen Sportwagen. Und sagen wir mal, er hatte auch nicht die Kohle für eine jüngere Freundin. Also hat er sich ein extravagantes Hobby zugelegt. Er begann zu zaubern. Schnell ist er draufgekommen, dass Hände, die 50 Jahre und älter sind, einfach nicht mehr das nötige Maß an Feinmotorik an den Tag legen können, damit sie Kartentricks und diese kleinen Verschwindezaubereien machen können. Also hat er sich auf die großen Tricks verlegt. Messer werfen, Feuer spucken, Hasen aus dem Hut zaubern und natürlich jonglieren mit Kettensägen. Aber für seinen allergrößten Trick brauchte er einen Assistenten. Weil ich war so aufgeregt damals. Ich war 10 Jahre alt und 1,42 Meter groß. Was war sein Trick? Der Montagswitz. Das war der Montagswitz. Und zwar der allererste Montagswitz im Jahr 2016. Ich gestehe, eigentlich wollte ich ja mit den Montagswitzen aufhören. Aber ihr habt es so gewollt. Hier kommen sie. Und das war auch noch der erste Witz, den ich mir selbst ausgedacht habe. Also ich hoffe, euch gefällt er. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da und schaut auf Marbacher TV auf Facebook vorbei. Ansonsten eine schöne Woche und Lachen nicht vergessen.